Und hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute mal etwas anderes Video, denn heute mal ein kleines Tutorial zu einer Bombe. Ich habe schon die Sachen hier drin vorbereitet. Das einzige Teure an der Bombe ist halt wirklich diese 36 TNT-Minecarts, das ganze Eisen da drin. Ansonsten ist die eigentlich sehr billig. Ihr müsst auch nicht komplett 36 machen, ihr könnt auch ein paar weniger machen. Kommen wir jetzt mal zum Aufbau der ganzen Geschichte. Ihr macht hier einen Block hin, ihr macht hier einen Block hin. Hier zwei zurück. Hier kommt eine Schiene hin. Hier kommt eine Power Drill hin. Hier kommt die Redstone Fackel hin. Dass es dann schon mal so aussieht. Dann kommt hier ein Sticky Piston, der Sticky Piston hin, den ihr habt. Den ich gerade verplatziert habe. Dann kommt hier hinten der Sticky Piston hin. Darauf kommt eine Druckplatte. Ihr könnt auch theoretisch, wenn ihr es in einem Haus platzieren wollt, jetzt kommen wir später nochmal, könnt ihr auch so machen. Zack. Dann kommt hier eure noch eine Rail hin. Ihr baut hier einen Block ab. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Und das ist erstmal wichtig, damit wir hier die ganzen Minecarts platzieren können. Ihr schaut, dass ihr genau diese Rail immer trefft. Am besten geht es, wenn ihr sneakt. Und ihr platziert einfach alle Loren hin. Wenn ihr das gemacht habt, ist es sogar schon fast fertig. Ihr müsst jetzt nur noch diesen Block verplatzieren. Oh. Dann platziert ihr hier hin eure weitere Rail. Und jetzt müsst ihr nicht mehr viel mehr tun. Außer zu warten, dass irgendein Spieler kommt. Sich denkt, oh, ich gehe mal durch diesen Eingang und... pure Zerstörung. Das hier ist auch jetzt tatsächlich ein relativ kleiner Krater geworden. Und wir können das jetzt nochmal ganz kurz in größer testen. Da hinten habe ich nämlich etwas vorbereitet. So, und da bin ich jetzt auch hier. Das ist natürlich nicht das Schönste, was ich jemals gebaut habe, aber zu den Demonstrationszwecken reicht es auf jeden Fall. Wir machen jetzt erstmal hier in der Eingangstür die paar Druckplatten, die wahrscheinlich da sind, weg. Denn hier unten habe ich jetzt keinen großen Keller gebaut, ist ja aber auch egal. Bauen wir einfach hier runter. Muss genau dieser Piston hin. Machen wir dann so. Der Piston soll ja dann die Bombe, also oder beziehungsweise die Rail für die Bombe hindrücken. Deswegen holen wir uns auch nochmal ganz kurz die Blöcke. Ihr platziert die Blöcke hier hin. Noch eine hier, wegen der zu triggern. Hier nochmal. Jetzt baut ihr einfach noch einmal die Bombe nach. Sehr simpel an sich. Aber wenn ihr es ein, zweimal gemacht habt, geht das echt fix. Hier hin. Jetzt zum Fackel. Zack. Hier hin. Und dann halt noch eure ganzen Loren. Ich habe jetzt auch noch 40 Mal platziert, also ein bisschen mehr als ihr habt wahrscheinlich. Ist natürlich schlecht, dass die Typen hier sind. Mal ganz kurz hier ein bisschen zu, damit die Typen da nicht hingehen können. Dann geht ihr wieder hier oben hin. Und platziert wieder eure Druckplatten hier drüber. Und jetzt wartet ihr einfach auf einen ahnungslosen Spieler. Und ihr seht dann auch gleich mal, was für Ausmaße diese Bombe annehmen kann. Also, das hier ist dann mal der größere Krater. Ich würde sagen, vom Haus ist auch nicht mehr ganz so viel übrig. Je nachdem, wo es halt platziert wird, es natürlich noch mehr wegsprengen. Hier vorne ist halt jetzt noch der Eingangsbereich da. Ich glaube, alles dahinter ist halt weg. So könnt ihr auf jeden Fall eure Kumpels mal ein bisschen trollen. Ja, Leute, das war's dann auch schon wieder mit diesem erstklassigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und es würde mich natürlich freuen, falls ihr diese Idee auch mal für euer Video benutzt, wenn ihr YouTuber seid. Würde es mich natürlich freuen, wenn ich irgendwo verlinkt wäre. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.